verehrten Damen und Herren, liebe Mädel und Buben, ich darf Sie jetzt alle recht herzlich zu unserem heutigen Vorspielabend der Musikschule begrüßen. Die Kinder haben ein ganzes Jahr lang fleißig geübt und jetzt sind sie bestimmt schon alle ganz aufgeregt, wenn sie ihre Stücke einem großen Publikum vorspielen dürfen. Den Anfang macht der kleine Hansi, mein Sohn. Vorhang auf, einen Applaus für unseren Hansi, bitte sehr. Kannst schon rauskommen, Hansi? Wahrscheinlich ist er so aufgeregt, ich gehe ihn schnell holen. So, tada. Ja, komm nur, da stellst du dich her. Ja, und schlagst deine Noten auf. Was hören wir denn Schönes von dir? Was tust du uns denn vorspielen? Also der ist so nervös, sag's halt ich. Der kleine Hansi wird uns jetzt Hänschenklein vorspielen. Bitte sehr! Sag einmal, was ist denn los mit dir? Warum spielst du nicht das verdammte Lied? Ist das so schwer? Willst du mich da vor alle Leute blamieren? Fang jetzt endlich an! Na, gib mir wenigstens eine Antwort, ha? Jetzt schrei doch nicht den Burgs, aber ich kann nicht spüren, was du so blärst! Wer blärt denn da umeinander? Die Einzige, die schreit, bist du! Aber das habe ich mir eh so gedacht, wenn du mit dem Buben was einübst, dass das in die Hosen geht. Ja, wer darf's denn sonst tun? Du sitzt ja lieber vor deinem depperten Computer. Du weißt genau, dass ich diesen Blechtrottel für meinen Beruf brauche und holst mir das bei jeder unpassenden Gelegenheit vor. Ja, dann sagen wir halt, wenn's da passend hätte. Aber auf jeden Fall schrei den Buben nicht so an, der wird ja ganz verstört. Gott, Bulli, der Papa schreit schon wieder, du Arme. Das ist kein Arme, das ist ein Trottel. Spür jetzt endlich, ich sag das. Na, du komm nur einmal mit irgendwas daherherst. Fang jetzt an, sonst fangst du auch nicht. Und da steht mein Kind zum Hahn. Dein Kind? Und meins ist nicht? Aber ich denk mir schon die ganze Zeit, dass der Brieftrager endlich schon. Typisch für dich. Da verwendet man eine ganz gebräuchliche Redewendung und du denkst da wieder einen riesen Blödsinn aus. So wie der Niespül. Es war jetzt auch schon wurscht, jetzt haben wir schon einen Salat. Aber du hast ja unbedingt Kinder haben müssen. Was? Ich? Wer hat's nicht erwarten können, auch wenn ich Kopfe gehabt habe? Du hast ja immer Kopfe. Ja, kein Wunder. Bei dem Mann. Damit du es nur weißt. Das Taschengeld ist gestrichen. Und Hausarrest hast du auch. Und die Playstation kommt in den Kölner. Du kannst nur drum. Na, soll ich ihn vielleicht anbuseln für das, dass er mich da zum Trottel macht? Man kann nicht sowas gemacht werden, was man eh schon lange ist. Wenn's du glaubst, du hast es da mit einem Trottel zu tun, dann bist bei mir aber genau an einem richtigen Graden. Haben wir nicht immer alles für das Kind gemacht. Die Großmutter hat ihm erst ein Radl zum Geburtstag gekauft. Und das ist der Dank dafür. Na, vielleicht unternimmst du jetzt irgendwas, statt dass du da nur blöd redst. Ich red blöd? Du hast überhaupt kein Einfühlungsvermögen. Und ich soll die Geschichte jetzt wieder ausbaden. Lass dir doch selber was einfallen. Kein Einfühlungsvermögen. Hansi, Bulle, ha? Wenn du jetzt brav spürst, kriegst du den neuen Computer, ha? Wie war das? Na, was sagst du jetzt? Trotz Einfühlungsvermögen, spiel doch einfach nicht! Einfühlungsvermögen kann man nicht kaufen! Wir reden von kaufen, ich krieg den Kiwi eh geschenkt. So, da, pack deine Sachen zusammen, wir gehen heim. Und du kommst mit, wir reden zu Hause weiter. Mit der Mietze von damals, wenn mir das alles nicht passiert. Ja, du kannst ja wieder zurückgehen zu derer. Aber ich sag nicht, was dem meine Ahnung ist. Wahrscheinlich hat sie eh schon 150 Kilo zugenommen. Die Mietze? Die hat immer Hassen gehabt wie eine Reh. Ja, nicht so zart, aber so behaart. Und Kopf hat sie auch nie gehabt. Bei dir nicht und bei keinem von deinen Freunden. Was
soll denn das heißen? Die Mietze hat immer gesagt, dass sie nur mich liebt. Ja, das Gleiche hat sie zum Karli, zum Franzi und zum Robert auch gesagt. Geh, woher willst du das wissen?